Guten Morgen, wie süß ist das, bitte schön. Emily wartet auf ihr Frühstück. Bruno, wie bist denn du jetzt da hochgekommen? Trotz Gitter. Bist du ein kleiner Couchhase? Ja, Bruno liebt seine Couch. Und selbst auf der Couch schafft's der Bruno, dass er irgendwas im Gesicht hängen hat. Ich mache gerade einen Spaziergang, pflück noch ein paar Wiesenkräuter für die Babys, was man halt noch so findet. Und ich habe gedacht, dass ich vielleicht später noch eine Candy Challenge drehe. Also ich habe 5 Süßigkeiten gefunden. Zwar nicht mehr die Wintertafel oder Winterschokolade von Rittersport, aber dafür ist mir was anderes in die Hände gefallen. Und die Dickmanns habe ich leider auch nicht. Aber 5 andere Süßigkeiten, 4 süße und eine pikante. Es ist heute ganz diesig hier bei uns und es nieselt auch so ein ganz kleines bisschen. Und ich habe vorhin schon gedacht, dass ich vielleicht einen Schirm hätte mitnehmen sollen, aber es geht noch. Und wenn, habe ich auch noch die Kapuze von der Jacke. Das Beste ist, wenn es jetzt auch früher dunkel wird. Ich liebe es. Es ist Abendessenszeit und ich habe jetzt schon mal für mich mein Gemüse geschnitten. Champignons, ein bisschen Zucchini, eine Zwiebel und einen Teil für die Babys. Und das Wasser kocht. Naja, fast. Es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und Champignons, Zucchini und Zwiebeln. Und ja, da hinten, das muss ich noch schneiden. Jetzt ist nur der Teller voll. Bruno, die Couch Potato. Oh, und Emilein gehen. Oh, seid ihr alle entspannt? Ja, vorhin nicht, ne? Vorhin, das war lustig, vorhin hat die Lotte die Holly bestiegen und ist dabei runtergepurzelt. Und dann hat sie die Emily gejagt. Aber jetzt geht's gerade wieder. Ja. Einmal Abendessen für die. Oh, meine Spaghetti. So, Bruno, was ist mit dir? Abendessen. Abendessen gibt's. Dachte ich, ich mache es dieses Mal mit ein bisschen Wasser. Jetzt habe ich eine halbe Suppe. Wie ihr es mitkriegt, wenn ich die Kamera anmache. Bruno. Er hat nämlich gerade gebuddelt. Und ich wollte es filmen. Aber er kriegt es mit. Immer, selbst wenn er schläft. Gell, Bruno, du kriegst alles mit. Ja, alles kriegst du mit. So, werfen wir einen Blick in die Box. Und ich habe einmal von Mr. Jim diesen Erdnussriegel. Und neu ist, dass der mit
Erdnüssen, Quatsch, nicht mit Erdnüssen, sondern mit Schokolade überzogen ist. Ich kenne die normale Version nicht, da heißt er, glaube ich, anders. Mr. Tom? John? Keine Ahnung. Vielleicht kennt ihr den. Dann habe ich die Donuts von Funny Frisch. Die habe ich euch ja im letzten Video schon gezeigt. Einmal Duplo, die Wintermandel-Edition, eine Limited Edition. Dann habe ich von Pickup Triple Choc und einmal von Rittersport Knuspermärchen. Und das werde ich jetzt alles zusammen mit euch testen. Oh Leute, weiß den. Ich fange auch gleich an und zwar von Rittersport das Knuspermärchen Spekulatius, die Winterkreation. Das gibt es auch noch mit gebrannter Mandel. Ich glaube, habe ich schon getestet. Gefüllte Vollmilchschokolade mit einer mit winterlichen Gewürzen verfeinerten kakaohaltigen Milchcreme und einem gewürzten Butterkeks. Schmeckt sehr intensiv nach Zimt. Andere Gewürze kann ich jetzt gerade nicht so rausschmecken, aber auf jeden Fall sehr zimtig. Dann mache ich weiter. Ich mache einfach weiter mit Weihnachten und dann kommen die normalen Süßigkeiten. Und zwar einmal von Duplo Wintermandeln. Zarte Waffel, feine Mandel, Magermilchcreme mit einem Hauch von Zimt, umhüllt von leckerer weißer Schokolade. Na, da bin ich gespannt. Es duftet aber lecker, es duftet nach Mandel, so ein bisschen dieses Bittermandelaroma hat es. Schmeckt nicht schlecht, schmeckt intensiv nach Bittermandel. Also das davor war Zimt, das jetzt Bittermandel. Seid ihr süß. Und der Herr des Hauses liegt auf dem Sofa. Dann mache ich weiter von Leibniz mit Party Hard Triple Choc und zwar ist das Milchschokoladentafel mit Milchschokoladencremefüllung im Schokogebäck-Sandwich. Schokolade in der Füllung. Also ich kenne das normale Pickup und ich glaube das Pickup mit Milchcremefüllung innen, beziehungsweise ich glaube da ist die, also das Innere ist glaube ich so Schokolade mit noch einer Milchcreme innen drin. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, aber das, da steht zwar jetzt nicht neu dran, aber ich glaube, es ist neu. Also ich habe es zumindest noch nicht probiert und ich kenne es auch nicht. Das schmeckt schokoladig. So, nach der ganzen Schokolade mache ich mal mit was pikant Süßem weiter und zwar die Donuts. Erdnuss-Karamell-Style, süß und salzig. Und zwar Malz-Erdnuss-Snack mit Karamellgeschmack. Da bin ich gespannt drauf, weil ich mag ja immer gerne so diese Kombi süß und salzig. Riechen jetzt aber eigentlich wie ganz normale Erdnussflips und sehen so aus. Ich finde, die sehen total lecker aus. Die finde ich total lecker. Ich schmecke zwar jetzt nicht so viel von dem Karamell, aber die sind so schön puffig irgendwie und so schön weich und zergehen quasi auf der Zunge. Und vielleicht so ganz leicht merkt man vielleicht den Karamell jetzt nicht so vordergründig. Also wenn man es nicht wüsste, könnten es auch ganz normale Erdnussflips sein. Milchschokolade mit 35% karamellisierten und gerösteten Erdnüssen. Okay, ich kann gleich sagen, dass das auf Platz 5 landet. Irgendwie habe ich mir vorgestellt, dass die Erdnüsse gesalzen sind. Und dann hätte ich die Kombi natürlich richtig lecker gefunden. Gesalzene Erdnüsse in Kombination mit Schokolade. Das sind aber einfach nur Erdnüsse ohne Salz, mit Schokolade überzogen. Das schmeckt mir jetzt tatsächlich nicht so gut. Ich finde die Erdnüsse auch ein bisschen bitter. Und mir fehlt eindeutig das Salz. Also wenn das jetzt gesalzene Erdnüsse gewesen wären, dann... Gott, jetzt dachte ich, was ist da hinten passiert? Ich habe nur gesehen, dass es schwarz wurde. Lotte. Ja, nicht so gut. Also finde ich jetzt nicht so lecker und mir schmeckt die Schokolade auch nicht so gut. Nee, also das kann ich schon mal sagen, ist auf Platz 5. Und jetzt ist die große Frage, was ist auf Platz 4, Platz 3, Platz 2 und Platz 1?
Das hat mich jetzt enttäuscht. Da hätte ich mir lieber von Rittersport, glaube ich, die Winterschokolade noch geholt. Aber vielleicht dann im nächsten Video. Und hoffentlich endlich die Dickmanns. Und von Hanuta soll es so einen Riegel geben. Also ich meine nicht dieses Hanuta Cookies, das habe ich schon getestet, sondern da gibt es jetzt irgendwie so einen Riegel. Ähnlich wie der Knoppers Riegel schaut es aus. Und ja, der sieht so lecker aus. Den würde ich auf jeden Fall gerne testen. Und ich glaube, es gibt auch noch irgendwelche anderen Duplos, die ich noch nicht kenne. Also, Platz 5. Jetzt muss ich mir alles nochmal herholen, nochmal durchtesten, um dann sagen zu können, wie die Platzverteilung ist und was mir am besten schmeckt und was mir nicht so gut schmeckt. Lotte! Vom Zwetschgenmampfer zum Mandarinenmampfer. Da ist tatsächlich nochmal in dem Schokoladenstück kommt jetzt so eine Füllung. Also da kommt nochmal so eine Schokocreme-Füllung raus. Ich nehme das auf Platz 4. Dann nehme ich das Duplo auf Platz 3. Die Donuts vielleicht auf Platz 2. Also ich schmecke nur Erdnüsse, aber keinen Karamell. Und dann würde ich sagen, das Pickup auf Platz... Heißt es Pickup? Ja, ne? Früher hieß es Pickup. Pickup, die macht es knack. Das auf Platz 1. Wobei, das ist auch gut. Also das ist so auf Platz 1, 2. Und ja, das ist jetzt so meine Platzverteilung. Wie immer bin ich gespannt, wenn ihr die Süßigkeiten kennt, wie es euch schmeckt, wie eure Platzverteilung wäre und natürlich auch, was für euch die Lieblingsstelle vom Video war. Schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns am Mittwoch wieder um 19 Uhr. Lotte hat gerade die Couch erobert. Und ja, ich... Und Holly findet das gar nicht gut. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, noch einen schönen Tag. Macht's gut und bleibt gesund. Bis Mittwoch. Tschüss.